Apollo 2000, 3800 PS sind angegeben. Plus, kann er hier mit dabei sein im Konzert der Großen und sich unter die ersten 5 im Vorlauf schieben, damit er im Finale fährt. 10,4 Liter Hubraum, 4 Turbolader. Dreams will come alive, die Titelmusik. Man darf natürlich mal träumen vom Eurocup-Titel. Jetzt die große Frage, wie stark ist er wirklich im Konzert der Großen? Yellow Dream, Paul Sievers. Okay, die grüne Flagge ist los, es geht weiter mit Eurocup Superstar. Der Wahnsinn, auf geht's in die nächste Runde. Was macht der Yellow Dream? Boah, da rumpelt's einmal reell im Motor. Auf Höhe der 60 Meter Marke. Vom Gas gehen ist scheinbar keine Option für Paul Sievers. Er hält voll drauf, aber so Mitte der Bahn liefen, glaube ich, nicht mehr alle Zylinder mit. Das klang ganz schön böse aus dem Motor. Yellow Dream kommt hin zur 80 Meter Marke. 80.